Was ist eine Virusohrentzündung? Eine virale Ohrinfektion ist eine Infektion des Ohrs, die durch das Vorhandensein eines Virus verursacht wird. Influenza, Rhinovirus und Respiratory-Syncytial-Virus sind häufige Schuldige für Virusinfektionen, an denen das Ohr beteiligt ist. Während Antibiotika üblicherweise für schwere Ohrinfektionen verschrieben werden, sind sie bei der Behandlung einer Virusinfektion nicht nützlich, da Viren nicht für Antibiotika-Medikamente anfällig sind? Die meisten viralen Ohrinfektionen klingen mit unterstützender Therapie von selbst ab und erfordern keine Behandlung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Virus eine Ohrenentzündung verursachen kann. In einigen Fällen verursachen Viren, die die Nase oder die Nasennebenhöhlen infizieren, Entzündungen und Reizungen in der eustachischen Röhre, einer Struktur, die das Ohr entwässert. Wenn das Ohr nicht abfließen kann, sammelt sich Flüssigkeit an, was zu Entzündungen und möglichen Infektionen im Ohr führt. Andere Viren können das Ohr selbst angreifen und die Strukturen im Ohr infizieren. Der Körper kann das Virus normalerweise abwehren, obwohl der Patient während des Verlaufs der Infektion Schmerzen, Beschwerden und vorübergehenden Hörverlust haben kann. In einigen Fällen kann eine Virusohrentzündung ein schwerwiegendes medizinisches Problem darstellen, und eine Behandlung ist erforderlich. Es besteht die Gefahr eines Eindringens in den Knochen um das Ohr herum sowie eines dauerhaften Hörverlusts oder einer dauerhaften Schädigung. Bei Infektionen wie Influenza ist ein Patient mit einem geschwächten Immunsystem möglicherweise nicht in der Lage, das Virus abzuwehren, und erleidet normalerweise eine systemische Infektion, nicht nur eine virale Ohrinfektion. Für die meisten Patienten ist das Virus jedoch nur eine vorübergehende Ursache für Schmerzen und Beschwerden. Einige Ärzte verschreiben Antibiotika im Allgemeinen bei Ohrenentzündungen, wobei sie davon ausgehen, dass sie durch Bakterien verursacht werden. Wenn die Infektion nicht reagiert, kann mit Hilfe von Diagnosetests nach Viren gesucht werden. Die Behandlung von Ohrenentzündungen beinhaltet normalerweise Ruhe und reichlich Flüssigkeitszufuhr, um den Patienten gesund zu halten. Je nach dem für die Infektion verantwortlichen Virus können möglicherweise Antivirenmittel zur Behandlung einer viralen Ohrinfektion bereitgestellt werden. Eine Operation zur Drainage des Ohrs und zum Wohlfühlen des Patienten ist ebenfalls möglich. Personen mit geschwächtem Immunsystem sind einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt und müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um Infektionen zu vermeiden, einschließlich solcher, die zu einer Virusohrentzündung führen können. Für ansonsten gesunde Menschen ist die richtige Hygiene die beste vorbeugende Maßnahme gegen virale Ohrinfektionen. Es wird empfohlen, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich beim Niesen und Husten Mund und Nase zuzudecken, um die Ausbreitung einer Infektion zu verhindern.